Hallo und herzlich willkommen zurück zu Prey. In der letzten Folge zusammen sind wir hingegangen und haben einen Menschen befreit, wo sich der ein oder andere vielleicht erstmal darüber streiten würde, ob wir den befreien müssten oder vielleicht auch nicht, je nachdem, was er gemacht hat. Wie gesagt, wir sind kein Richter, wir waren nicht dabei und wir sind hier so oben auf dieser Raumstation auf uns alleine gestellt. Von daher, naja, auf jeden Fall sind wir jetzt weitergekommen. Und wie es aussieht, stehen wir vor einer neuen Alienart. Ich bin mal gespannt. So. Kleine Info am Rande. Ist das irgendwas oder ist das kaputt? Ich bin wieder hingegangen und nehme wieder mit Traps auf. Ich habe jetzt ein paar Sessions, wie gesagt, mit Shadowplay aufgenommen und habe es auch irgendwie geschafft, dann noch irgendwie umzukonvertieren. Trotzdem ist dann die Audiospur verschoben gewesen und ich muss da auch nochmal nacharbeiten und solche Sachen. Okay. Und deswegen, ich nehme einfach wieder mit Traps auf. Mir ist er, ich sag mal so, ich habe da ein bisschen rumgetrickst. Fällt vielleicht im ersten Blick nicht so stark auf. Aber es haut super hin dafür. Ich bin einfach hingegangen. Aber nicht weitererzählen. Ich nehme gerade das Spiel nur mit 50 FPS auf, anstatt mit 60. Und damit kommt die Festplatte deutlich besser klar. Forschung abgeschlossen. Was bist du denn? Oh. So, da hinten hat man den gestern schon mal gescannt gehabt, beziehungsweise in der letzten Folge. Ich guck mal ganz kurz nach. Nö, kennen wir noch nicht. Auszug aus dem Archiv Projekt Axiom. Beobachtungsprotokoll Nummer 20420101265. Wissenschaftler Louis Sullivan. Die Außenhülle der Cystoidennester bestehen scheinbar aus einer äußerst dünnen Schicht desselben Materials, aus dem die meisten Typhoon aufgebaut sind. Tatsächlich wirken die Nester so empfindlich wie die Cystoiden selbst, wodurch sie eigentlich weniger als Schutzhülle, als vielmehr als eine lebendige Sprengladung fungieren. Oh, okay. Es kann durchaus sein, dass die Weber sie dazu benutzen, ihr Revier zu markieren und sogar vor Eindringlingen zu beschützen. Erstes Scan zeigen, dass die konstant tödliche Strahlendosen freisetzen. Oh ja. Morgens Notiz. Meiden Sie, außer du willst die Strahlenkraft oder einen Schwarm von Cystoiden, der hinter dir her ist. Schwäche keine, Immunität keine. Toll. Gut. Also wissen wir schon mal, wo wir nicht hingehen. Mal kurz scannen, was wir vielleicht noch so finden. Was bist du denn? Forschung abgeschlossen. Cystoid. Moment, du warst ein Cystoiden-Nest, ne? Okay, nur nicht zu so einem Nesting kommen. Was macht der da oben? Ist er sich am Verbrennen? Ich weiß nicht, ob ich überhaupt mit denen in Kontakt treten will. Okay. Jetzt fällt mir gerade was auf. Ich wollte eigentlich meine Steuerung ein bisschen umstellen. C, da ist er. Ja. Habe ich jetzt auch wieder vergessen. Toll. Okay, wie es aussieht, ist das Nest wohl kaputt gegangen durch das Gasleck. Aber da haben wir noch ein Nest. Und wie es aussieht, muss ich daran vorbei. Wir haben sogar zwei Nester und dahinter sieht es nach noch mehr aus. Yay. Hallo. Na, was machst du denn da oben? Kollege Plattfuß. Was? Hat er sich aufgelöst? Was war mit dem los? Oh, mit hinten ist noch was. Nehmen wir noch mit. Weil Metalle können wir nicht immer super gebrauchen. Weil momentan sieht es dann aus, als ob uns Metalle am meisten fehlen. So. Du.
Ganz vorsichtig. Okay, die Dinger sind immun. Also die sind gegen nichts immun und die haben auch keine Widerstände. Toll. Und die Radioaktivität steigt. Okay, von hier aus nicht mehr. So, können wir die auch mit irgendwas kitzeln? Recyclerladung. Ob das Ding bis da hinten hinfliegt? Ich glaube, ich muss gerade werfen, oder? Ich glaube schon. Ich probiere es einfach mal aus. Viel Spaß damit. Okay. Das hat wohl irgendwie hingehauen. Aber vielleicht auch irgendwie nicht. Ich glaube, ich habe aber nicht alle getroffen, oder? Irgendwo fliegt jetzt hier Material rum. Da oben ist noch Material. Nein! Feuer! Feuer heiß! Ich könnte es einfach zumachen. So. Okay, C. Ich muss aber dran gewöhnen, dass auf C ist, damit ich wieder runterkomme. Moment. Okay, die kann ich nicht looten. Was haben wir denn unten noch? Oh, ein bisschen Schrott. Okay. Aber das ist noch irgendwo Material. Moment, wie komme ich da unten rein? Moment, da muss immer eine Lücke sein. Da haben wir doch eine Lücke. Da für ein Loch. Hallo? Okay, die Sache nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Bevor unser ganzes Raumschiff, beziehungsweise die ganze Raumstation um Ohren fliegt hier. Ja klar, bis da hinten ist noch was. Okay, wir geben mal ein bisschen Gas. Warum ist hier die ganze Zeit so eine Musik? Okay, ich beschwere mich auch, wenn es ruhig ist. Weiß nicht, aber die Musik beruhigt mich jetzt gerade nicht mehr so. Autsch. So. Nein. Oh. Da ist noch irgendwo so ein Bällchen. Ein Würfelchen. Nee. Was ist das? Irgendwas. Okay. Gut. Wir können noch nicht weiter, weil da oben noch was rumfliegt. Verdammt. Wie viel gibt's denn hier? Entschuldigung, falls ich hier mal mich ein bisschen besser umgucke, aber müsst ihr die eigentlich kennen. Oh, Moment. Aber dafür gehen die Folgen ja auch, wie gesagt, immer ein bisschen länger. Also irgendwann zwischen 20 und 40 Minuten. Je nachdem, wie viel ich halt aufgenommen habe und wie viel ich halt jeden Tag bringen kann. Beziehungsweise, dass ich jeden Tag eine Folge bringen kann, deswegen. Muss ich halt ein bisschen gucken. Dafür gehen die Folgen aber auch schon immer ein bisschen länger. Okay, mehrere Ziele. Mal kurz hier hinter das Gitter gucken. Ja, nee. Noch mehr Nester. Sonst noch irgendwas Schönes hier? Da unten haben wir Feuer. Gucken, ob wir die Nester wieder wegbrutzeln können. Kommt das Feuer raus? Verdammt. Okay, wir müssen die Nester da irgendwie wegbekommen. Vielleicht wieder mit so einer Recyclerladung.
Moment. So, gleich müsste die Radioaktivität wieder steigen. Viel Spaß damit. Oh, was passiert da? Oh. Okay. Das ist nix, ne? Moment, da haben wir noch was. Oh, da ist noch mehr. Verdammt, da sind zu viele von. Ich kann die nicht alle mit einer Recyclerladung wegmachen. Dort ist noch ein Nest. Bällchen, bleib hier. Moment, nein, ich komme runter. Bällchen, 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 Bällchen. Autsch. Tür verriegeln? Moment, was? Kim, vergiss nicht, beim Rausgehen die Tür zu verriegeln. Der Code lautete 3065. Anders. Welche Tür? Warum fliegt denn Code rum? Moment, Mel. Ich wollte eigentlich die Mineralien einsammeln. Toll, die Dinger fliegen überall rum. Ich bin gerade am überlegen, ob ich den da hinten überhaupt ausschalten soll oder ob ich hier einfach an dem vorbeifliegen soll. Moment, da unten. Ach nein, ist wieder unterm Gitter. Am Gitter. Das ist ja jetzt ärgerlich. Okay, mal gucken, wie weit ich unten vorbeikomme. Vielleicht muss ich den da einen da oben gar nicht ausschalten. Oh, 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 oh. So. So. Da hinten haben wir noch ein Ding. Na, vielleicht schalte ich den doch aus. Oder? Na du? Beziehungsweise na eher? Oh, da unten ist Eingang, verdammt. Ja, und die Radioaktivität strahlt. Steigt. Ach komm. Was soll's? Das Gewiss für euch. Leben die Dinger noch? Okay. So. Ich mach jetzt mal noch kein Licht an, so kann ich die Dinger noch besser sehen. Dann mal da oben noch rein. Okay. Lass mal kurz Gas geben hier. Wir werden wirklich langsamer. Ja, okay, wir sind ja auch nicht draußen. Normalerweise sollten wir nicht langsamer werden. Oh. Aber vielleicht haben wir doch hier eine Atmosphäre drin. Weiß ich nicht. Ja,
Ja doch, wir müssen Atmosphäre haben. Sonst könnten die Brände ja gar nicht entstehen. Lohnt sich jetzt noch bis hinten durch? Ach komm, ich guck mal eben. Nee. Okay. So, wo ist der Ausgang? Autsch. Autsch. Ne, kurz mal gucken, ob ich irgendwie den... irgend so mit Material, beziehungsweise Metall übersehen habe. Womit kann ich da rein? Kann man das aufhalten? Sekunde mal eben kurz. Kann ich hiermit die Zeit verlangsamen oder irgendwie so etwas? Gibt da bestimmt irgendwie so etwas, um die Zeit zu verlangsamen, oder? Doppelgänger. Du bewegst dich blitzschnell bis zu 6 Meter weiter und hinterlässt einen Doppelgänger. Nee, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Okay, wir haben auf jeden Fall noch 8 Neuromods. Ich bin gerade überlegen, können wir die noch irgendwas Sinnvolles reinpacken? Wir können unseren Anzug weiter modifizieren. Zerlegen haben wir schon drin? Wir können den Schaden erhöhen. Boah, weiß ich nicht. Sollen wir den Schaden einfach mal erhöhen? Oder wir nehmen Hecken 3. Oder wir lassen das erstmal alles. Verdoppelt die Dauer der... Mehr HP wäre auch nicht schlecht. Wo kriegen wir irgendwie mehr HP irgendwoher? Ach, wir lassen das erstmal. Falls wir uns nachher wieder irgendwo reinhacken müssen oder so. Oh, das geht nicht. Oh, das geht doch. Speicher trotzdem mal eben ganz kurz. Nicht, dass das Spiel gleich sagt, nein, das geht doch nicht. Wo bin ich denn hier? Oh Gott, drehen. So. Licht aus. Also wenn man die einfach... Ist das nicht eine Gasleitung? Nee, schade. Ich wollte sagen, wenn man die so einfach killen kann. Brauche ich eigentlich nur ein bisschen... Shit, da kommen noch mehr. Wie kriege ich euch jetzt am besten weg? Ob die weit genug fliegen? Ist das der Durchgang von der anderen Seite, oder? Ah, sieht danach aus. Nein. Nur mal kurz hier hingehen, dass die Tür hier auch aufgeht, oder geht die Tür gar nicht auf? Ah, lass mich raten, die Tür wäre gar nicht auf. Mit. Los! Wo kommt die dramatische Musik? Ich glaube, die Tür wäre gar nicht aufgegangen. Ich hätte trotzdem von der... Ich hätte, glaube ich, da durchgemusst. Oder ich hätte den Code gefunden gehabt. Okay, jetzt ruckelt es gerade trotzdem.
Na, klasse. Oh, da wird es ja sogar lohnen. Guck mal, für euch. So, sind die anderen nicht sauber weg? Oh nein. Ich glaube, da hinten ist nirgendwo einer. Okay. Ich bin gerade ein bisschen angespannt. Oh, Moment. Weil ich hier nichts übersehen will. Oh. Mal gucken, ob da irgendwo einer ist. Kann man da rausgucken? Wo geht's denn hin? Wo geht's denn da hin? Oh doch, da ist draußen. Cool. Moment, wo bin ich denn jetzt hier? Ach komm, wie viel gibt's denn von euch? Moment, warte mal. Oh ja. Notiz. Monitor der Unterabteilung. 1. Oktober. Elektrik-Unterabteilung 19. Okay. Sauerstoff-Unterabteilung 48. Okay. Abfall-Unterabteilung 53. Okay. Techniker X. Erwig Berger. 23. November. Elektrik-Unterabteilung 19. Okay. Sauerstoff-Unterabteilung 48. Okay. Abfall-Unterabteilung 53. Okay. Technik Erwig Berger. 5. März. Elektronik-Unterabteilung 19. Störung entdeckt. Sauerstoff-Unterabteilung 48. Okay. Abfall Unterabteilung A53, okay. Techniker. Yeah. Da hat sich kein Techniker mehr eingetragen. Haben wir da oben eine Zitronenschale. System offline, kann man irgendwas machen? Nee. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht genau, wo ich hier bin. Was man hier machen kann und wieso, weshalb, warum. 23. Februar. Wie viel sind denn da drin? Okay. Kümmern wir uns gleich drum. Zum Glück haben wir noch ein paar von den Recycler-Dingern. Alter, hier dreht sich gerade alles nur. Moment mal, was haben wir denn da noch? Durchbrannte Platine. Moment, hier ist noch ein bisschen Material. Okay. Hier unten kann ich noch runter. Ich guck mal ganz kurz, was hier unten noch so gibt. Nein, ich drehe mich immer falsch um. Radioaktivität steigt. Oh. Material. Davon auch noch mehr Material. Moment. Okay, wir brauchen nachher auf jeden Fall noch den Recycler oder wir müssen so unsere Taschen erweitern. Moment, warum sind da Nester? Achso, da sind die. Stimmt. Ich habe noch niemand dran gedacht, die sind irgendwo an der Decke gewesen. Moment, ich habe immer noch 8 davon. Wie viel finde ich denn davon? Ich glaube, die Dinger sind doch effektiv. Deswegen finde ich auch so viele davon. So. Viel Spaß damit. Okay, ein paar haben da überlebt. Oh, okay, Blitze. Muss ich aufpassen.
Oh, ich darf mich doch. Oh, die Blitze schlagen ein bisschen hin irgendwo. Aufpassen. Aufpassen. Okay. Wie viel Reparatur würde man dafür benötigen? Kann man von hier aus sehen? Ne, kann man leider nicht. Okay. Ja, komm, was brauchen wir? Okay, wir können es reparieren. Alles klar. Die Tür geht trotzdem nicht zu und auf. Das Ding hat einfach nur rumgeblitzt. So, bevor wir gehen, noch einmal kurz gucken, ob noch irgendwo was leuchtet, was man mitnehmen kann. Ne, sehe nichts. Gut, wir könnten durch die Tür durch. Wir gehen aber natürlich hier durch. Okay. To beat the mind.